Ja, ich habe jetzt auch mal einen Tag ins Leben gerufen hiermit. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist oder nicht. Keine Ahnung, welche Regeln und so. Jedenfalls geht der Tag darum, lesen ab Mitternacht. Das wollen wir heute machen. Heute ist der 22., 23. 23. 22. Februar. Obwohl, eigentlich 23. Genau, da fängt es an, genau um 0 Uhr Mitternacht. Der Tag ist halt einfach so viel lesen, wie es geht, beziehungsweise halt so lange, wie es geht. Und ich lese jetzt gerade dieses hier. Ja, auch ich. Gab so viele Rezensionen, da bin ich neugierig geworden. Ich fange allerdings mittendrin ab Seite 94. Wir wollen dann aufschreiben, wie viele Seiten. Wie lange und so. Und wir haben jeder schon 2 Tassen Kaffee-Intus. Und es ist jetzt 10:30, fünf Und die vor halb dritte elf. kommt, und die dritte ist nur Ja, die elf. dritte ist schon eingeschenkt. Und ja, das sind halt solche Tassen. Normale Tassen, Größe. Ja, da führen wir Strichliste. Und wer zuerst ins Gras beißt, schreibe ich mir auch die Uhrzeit auf. Und ja, das ist der Tag. Und ja, wie gesagt, ich möchte das Buch lesen. Und was hast du vor? Also, bei mir sind es hauptsächlich Mangas. Eigentlich nur. Ja, nur. Also einmal King's Game. Dann Stupid Story. Dann A School of the Muse. Das ist Band 1 und das Band 2 des Neo oder Neues. Das ist Band 2. Okay, dann Jokan und Sailor Moon. Hauptsächlich BL. Nur wie er. Ja. Ja, gut. Alles hat was mit Sex und Liebe zu tun, was wir lesen. Ja, ein Roman. Ja. Und die Anna eben halt Mangas. Und ja, bei den Mangas gucken wir nochmal, wie wir es angeben. Ich glaube eher weniger Seitenzahl als wie Manga Band 1 bis da und da und da. Bei mir halt die Seitenzahl und ja, mal gucken, was dabei herauskommt. Ich hoffe irgendwie, es gibt nicht direkte Regeln oder so. Und das war ganz umsonst. Ja, Akkuwale, also ich hoffe, es war dann nicht direkt ganz umsonst. Seid mir nicht böse, wenn ich das voll falsch gemacht habe, keine Ahnung. Ich habe nämlich so den Eindruck gehabt, okay, da kann irgendein Tag machen, also fühlt euch auch getaggt. Und postet mir doch dann eure Tags lesen ab Mitternacht. Ja, ich habe vorhin meinen Faden verloren, aber ich denke, das war's soweit und Ergebnisse gibt es dann irgendwann. Tschüss! So schöner Kaffee, unser schöner Kaffee, den wir uns reinpfeifen. Ja, die Lesenacht um Mitternacht, die Lesenacht ab Mitternacht ging schnell vorüber. Wir haben jetzt aktuell ungefähr 10:15, 5 Minuten geht hier vor. Wir haben ziemlich schnell aufgegeben irgendwie. Ich habe mich auch verleiten lassen, schnell aufzuhören. Ich hatte insgesamt 5 Tassen von diesem Cappuccino-Kaffee-Intus. Habe von Seite 94 bis Seite 149 gelesen. Das waren ungefähr 55 Seiten. Und um 1:45 Uhr haben wir gemeinsam das Handtuch geworfen, weil alleine hatte ich irgendwie auch keine Lust. Ich bin ziemlich unzufrieden eigentlich. Meine erste Challenge, nicht Challenge Tag. Und auch noch selbstgemachter Tag, wenn das so richtig war, keine Ahnung. Einfach drauf losgearbeitet. Und ja, mehr kann ich jetzt da nicht dazu sagen. Bin ich sehr zufrieden.
Wo ich vielleicht mit einem anderen Tag anfangen sollen. Aber mit dicken Augen, oh. Also, schlafen habe ich dann nicht mehr gut. Okay, ja, jetzt wird die Anna berichten. Okay, ich war es eigentlich wo... Ach so. Ja, erzähl. Also, ich war eigentlich diejenige, wo das Handtuch geworfen hat, weil ich einfach zu müde war, um jetzt... Trotz 5 Tassen Kaffee? Trotz 5 Tassen Kaffee zu müde war, um jetzt weiter zu lesen. Ich habe kaum schlafen können, deswegen. Und soll ich auch die Zeitzahl sagen? Ja, ja, klar. Und ich habe in diesen, warte mal, das waren... Du hast einen ganzen Manga gelesen und einen Drittel-Manga. Der erste Manga 189 Seiten und beim zweiten nur 88. Insgesamt waren es 277 Seiten. Also ich habe insgesamt 277 Seiten gelesen, also sprich einen ganzen Manga. Und der hatte 189 Seiten. Und ein Drittel von einem Manga ungefähr. Und da habe ich 88 Seiten gelesen. So ungefähr. Zufrieden, ja. Unzufrieden? Naja, eigentlich bin ich auch nicht so zufrieden. Aber naja. Das nächste Mal muss ein stärkerer Kaffee her. Ja, wenn ich sehr stark Kaffee mögen würde. Tu mal tonnenweise Zucker rein, dann merkst du es nicht. Ja, das war der Tag und ja. Tschüss. Sag du noch Tschüss. Tschüss. Johnny.